Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age The Whale Guard. Wir sind zu den Docks runter. Wenn das geht. Darf ich das einfach so aktivieren? Ah, das ist ein Lift. No. Der Aufzug ist versperrt. Da hat wohl jemand vergessen, den Hafenmeister zu bestechen. Steht euch noch der Sinn nach einem kleinen Spaziergang? Das hier ist nicht der einzige Weg zu den Docks. Na super. Voll genervt, ja dann. Folgen wir der werten Dame mal. Gehen wir nachher was essen? Gerne. Ich glaube... Alles klar. Hier durch. Okay. Achso. Alles klar. Hier nehmen wir noch alles mit, was wir können. Ich nehme an, sämtliche Abkürzungen in der Dockstadt und all ihre Geheimnisse? Nein. Wer von sich behauptet, er würde alle Geheimnisse der Dockstadt kennen, belügt entweder sich selbst oder euch. Ein Essensgutschein, Ritual bitte. Ein Essensgutschein, Junge. Ihr habt genug Geld. Oh, guck mal hier. Rotzende Plattenrüstung plus eins. Hat zwar mehr Verteidigung, aber weniger Fähigkeiten Schaden. Dann nehme ich aber lieber die 11 Verteidigung mit. Bis ich da mal so eine richtig geile Kombination machen kann mit Rüstung. Sie waren wieder da. Kommt schon. Dieser Weg führt zurück zu den Docks. Sehr gut. Hey, was ist da schon wieder? Na, da wird's aber abgehen, du, ha? Ich bin bereit. Hä? Oh, Jesus. Die halten uns nicht lange auf. Das ist wohl korrekt, ja? Hey, 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 mach mal hier Eissturz, danke. Und dann noch entkräften. Hallo? Hat ihr gar nichts gemacht? Die knöpfen sich uns aus der Distanz vor. Nichts ist hier. Na ja, da, guck mal. Komm ran da. Ey, ey! What the hell? Oh ja. Der gehört mir. Der Bogen macht ordentlich mehr Damage mittlerweile. Dieses Relikt in der Dockstaffel findet. Das sind meine Leute. Dieses Relikt bleibt nicht in meiner Stadt. Diese Stadt hat sich kein bisschen verändert. Ihr habt hier schon Zeit verbracht? Ja, früher. Allerdings nicht in der Dockstadt. Oh, ihr habt also nur die erlesenen Ziele bekommen. Seltener Klinge plus eins. Ja, plus 13 körperlicher Schaden plus 10 Straucheln. Ist ausgerüstet. Ist aber sowas von ausgerüstet. Was haben wir hier noch? Ja. Sonst so? Dämonen? Bei den Vorräten? Ja, ich konnte nicht. Venatori? Im Ernst? Ja, der Kult wird immer Geister. Hey. Kernholz? Dachte dir, das ist wieder irgendeine Spende oder so. Es gibt doch nichts über zu Hause. Genießt ihr die Führung? Ja, super. Die Quest ist auch geil, ne? Suche nach einem Nichts-Überrest. Ja, aber ist ja nichts da. Wir kommen näher. Darauf könnt ihr wetten. Bald. Der Käufer. Treffen. Also gut, ein Treffen. Aber wo? Die Spur beginnt zu verblassen.
Ja, und jetzt haben wir ein paar Gegner. Venatori. Sicher, dass es nicht dem Venatori gehört. Das könnt ihr vergessen. Ja. So nämlich. Da macht man eine schöne Kombo hier. Ja. So lobe ich mir das. Magierhauptmann. Los, weg da. Keine Chance hast du, siehst du? Oh, wir bekommen offenbar Gesellschaft. Sind alle wohl auf? Ich... Nev, ihr seid wieder in der Stadt? Templerin Rana Savas. Sagt jetzt bloß nicht, ihr hättet mich vermisst. Das hatte ich nicht vor. Wirklich nicht? Mir ist nämlich zu Ohren gekommen, dass ihr hier Probleme mit einem Relikt habt. Voller rotem Lyrium. Woher wisst ihr... Ach, vergesst es. Ihr könnt darüber nicht reden. Das könnt ihr ja nie. Rook, das ist meine Freundin Rana. Zumindest glaube ich, dass wir Freundinnen sind. Ja, sind wir. Und ihr seid Rook? Naja, wenn ihr zu Nev gehört, kann ich euch wohl vertrauen. Danke, natürlich. Ich denke schon. Na schön. Wenn ihr irgendetwas über das Relikt wisst. Ich dachte, Templer arbeiten gegen Magier. Wir sind hier nicht im Süden. Meine Aufgabe ist es, illegale Magie zu unterbinden. Mehr nicht. Arbeitet ihr allein an dem Fall? Nicht, wenn ihr mir helft. Es geht das Gerücht um, das Relikt würde heute Nacht den Besitzer wechseln. Der Käufer soll Alban Betaris sein. Der Sohn eines Magisters. Interessant. Ich sollte mich auf den Weg machen. Nev. Wir brauchen keine Hilfe. Ab jetzt übernehmen wir. Aber... Hört zu, ihr habt zu tun. Wir wurden angegriffen. Ihr werdet hier also erst weggehen, wenn ihr sicher seid, dass nicht noch jemand herumschleicht. Und so lange wollt ihr nicht warten? Was soll ich sagen? Die Arbeit ruft. Wohin geht ihr jetzt? Wir machen einen Spaziergang zum Überlauf. Ich komme nach, sobald ich hier fertig bin. Wenn ihr das sagt. Unsere Spur ist verblasst, aber der Überlauf ist immer noch unser wahrscheinlichstes Ziel. Gehen wir. Ein Venatoris. Oh, aber der Truhe. Eieiei, und eine große. Scharmützel-Kurzbogen. Ist nicht besser als das, was ich habe. Da bin ich aber froh, weil ich erst gerade Geld ausgegeben habe dafür. Rana ist kein Schattendrache. Also arbeitet ihr auch mit Templern zusammen? Rana ist vertrauenswürdig und ihre Informationen sind meist stichhaltig. Was den Rest betrifft, nur wenn es sein muss. Und was hat das mit dem Überlauf auf sich? Rana hat Alban Betaris erwähnt. Und sie gibt keine Gerüchte weiter, an denen nichts dran ist. Albans Vater hat dort irgendwelche Bauarbeiten beaufsichtigt. Wenn er diesen Teil der Stadt aufsucht, grenzt das die Suche ein. Ja, dann. Eine Barriere. Sie wollen bei ihrem Handel niemanden in der Nähe haben. Findet die ungeschützten Kristalle, dann kommen wir da durch. Der ist es nicht. Da. Okay. Na, guck mal her. Eine Warnung, ja. Einer muss noch übrig sein. Genau. Das war's. Jetzt kommen wir durch die Barriere. Nee, noch nicht. Jetzt kommen wir durch. Wir müssen weiter. Stimmt, davon ist jemand. Alban Betaris, euer Relikt. Götter erstehen wieder auf, begleitet von Macht. Für den Ruhm des wiedergeborenen Tevinter. Alban ist unser Käufer und ein Venatori. Klingt, als würde der Kult für die Götter arbeiten. Ja, das ist aber lustig. Damit warten. Nur eine kleine Kostprobe dieser Macht. Er nutzt es jetzt. Kommt schon! Wir müssen näher ran. Er darf uns. Da haben wir den Käufer unseres Relikts. Die Venatori brauchen dieses Relikt nicht. Ihr wollt mich aufhalten. Ja, natürlich bin ich das. Diese Macht! Wo ist er denn? Hier. Ja, guck mal. Schön, wenn du direkt zu mir kommst.
Können wir direkt noch eine Combo machen. Und das hier ist mein Teil daran. Oh, das war's schon. Das war's mit dem Heraufbeschwören von Dämonen. Ihr seid also die Schmugglerin. Ich kenne euch. Ihr gehört zum Syndikat der Fäden. Das Schmuggeln verstehe ich noch. Aber rotes Lyrium? Und dann auch noch die Venatori. Das ist nicht euer Stil. Da sind sie. Mein Sohn ist kein Kultist. Er war nur irregeleitet. Wir wissen eure Hilfe zu schätzen, Kommandant. Gehen wir. Netter Versuch. Die Venatori erheben sich. Ihr wisst, dass er schuldig ist. Wie viel hat sich der Magister das hier kosten lassen? Ganz vorsichtig, Gallus. Sonst droht euch eine Anklage wegen... Wegen was? Ich regle etwas und ihr macht es wieder zunichte. Kommt euch das nicht bekannt vor? Spart euch eure rührselige Geschichte. Wir haben die Schmugglerin. Oder soll Bartaris etwa auch noch für ihre Freilassung sorgen? Ich werde das hier irgendwie in Ordnung bringen. Verdammt nochmal. Das war unerwartet. So sieht also ein Tag in Menrathis aus? Ja, und zwar so gut wie immer. Und ich dachte, wir würden nur kurz den Schattendrachen Hallo sagen und uns wieder auf den Weg machen. Ihr seid vielleicht ein Träumer. Wir haben das Relikt und die Schmugglerin. Die Schatten behalten den Kult im Auge und melden sich, falls sich dabei eine Spur zu den Göttern ergibt. Es ist nicht perfekt, aber zumindest ein kleiner Sieg. Und selbst die erringt man nicht immer. Vor allem hier nicht. Teil 4, Die Winter bei Nacht. Okay. Es war kein perfektes Ende, doch die Dockstadt war sicher. Zumindest vor den Dämonen dieser Nacht. Neff wurde von ihrer Vergangenheit eingeholt. Sie wusste es nur noch nicht. Indem sie einer Spur der Schattendrachen zu einem Hinweis ihres Templerkontakts Rana nachging, konnte Neff die Übergabe eines gefährlichen Relikts an den Venatori, Albin Bartaris, verhindern. Dass das Verbrechersyndikat der Fäden an der Sache beteiligt war, kam für Neff allerdings überraschend. Eigentlich sind Geschäfte mit dem Kult nicht deren Stil. Mit allem Überfluss hat Bartaris wohlhabender Vater seinen Sohn außerdem durch Bestechung vor weiteren Schwierigkeiten bewahrt. Neff war darüber nicht glücklich, doch so sieht ihr Leben in Menrathis nun mal aus. Sie muss die Siege nehmen, wie sie kommen. Ich sollte nachsehen, was Neff zu sagen hat. Nee. Erstmal Fertigkeitspunkt vergeben. Und zwar nehmen wir jetzt wahrscheinlich das hier, ne? 25% mehr Dynamik durch Finisher. Der Effekt wird verdoppelt, wenn du Adrenalin hast. Zack. Wie sieht's bei den Gefährten aus? Hat Neff endlich ein Level abbekommen. Oh, jetzt ist sie Level 3. Eieiei, hoppsassa, du. Okay. Was verbessern wir denn? Was ist das da? Eisstrom. 218 Schaden. 48 Sekunden Regeneration. 36. Wird zu einer Detonation, das ist schon gut. Schaden gegen Barrieren plus 50%. Kritischer Schaden plus 25%. Bei einem kritischen Treffer wird das Ziel mit abgekühlt belegt. Oder eingefroren. Dann frieren wir die Scheiße ein. Vielleicht können wir hier noch, du hältst bei Aktivierung 20 Dynamik. Hm. Bei der Heilung. So. Gut, und jetzt mach hier statt die Zeitverlangsamung bitte die Heilung. Danke. Ist das hier noch der Schneesturm? Hm? Ah, der, ah, scheiße, der ist hier. Nimm das mal weg. Schaden gegen Barrieren.
Aber warte mal. Nefbeschwör deinen Wirbel aus Eis herauf. Ja, ja, das Flächendamage ist immer gut. Beim ersten Treffer eingefroren. Okay, warte mal. Nee, wobei, das benutze ich schon am meisten. Das können wir so lassen. Das passt so. Lucanis, hast du hier diesen Adrenalinstoß? Was hast du sonst noch so? Abscheuen, das habe ich schon. Und entkräften habe ich noch. Er hätte auch Heilung, aber bei ihm brauchen wir das, glaube ich, nicht, oder? Oder wollen wir es trotzdem? Komm, wir nehmen es trotzdem rein. So. Wobei, Lucanis schießt einen Schallenschrei, der dich dazu anspornt, mit neuer Entschlossenheit zu kämpfen. Ja, komm. Es reicht, wenn jemand Heilung dabei hat. Dann ist hier noch was. 5 plus 15% Dauer von eingefroren. Ah ja. Gut, was ist bei mir noch so? Ah, der neue Bogen, genau, den ich nicht brauchen kann. Und Tagebuch. So. Okay, dann würde ich sagen, haben wir's für heute. Sag ich danke fürs Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag, macht's gut, meine Lieben. Tschüss.